Vielleicht gleich einmal an den Herrn Dr. Matzger vom Bundeskanzleramt. E-Government in Österreich hat es ja mittlerweile an die Spitze in Europa gebracht. Die Verwaltung präsentiert sich mit seinen Services innovativ. Was sind eigentlich die zentralen Vorteile für Wirtschaft und Staat, was so zum E-Government anbelangt? Ich glaube, dass wir für das innovative Zusammenspiel zwischen diesen beiden Playern, also Staat einerseits und Wirtschaft auf der anderen Seite, zwei Felder haben, die wir uns anschauen sollten. Das eine ist die Frage, was hat die Wirtschaft als Nutzer von staatlichen Services davon? Was bringt es der Wirtschaft? Und das zweite ist, wo könnten gemeinsame Chancen für innovative Produkte, Entwicklungen und so weiter? Bei der ersten Funktionalität, was hat die Wirtschaft davon, würde ich ganz wenige Dinge unterstreichen. Das eine ist, ich bin überzeugt davon, dass ganz generell ein Staat mit guten E-Government-Services einen Standortvorteil bietet. Ja? Gerade in der hohen Entwicklungsstufe, wie Österreich ist, spielt es eine Rolle, ob hier die staatlichen Services, die staatlichen Leistungen, die staatlichen Angebote, die staatlichen Daten, die zur Verfügung stehen, verlässlich sind, schnell sind, gut zu handeln sind. Das bringt Standortvorteile. Man geht nicht wohin, wo es nicht einmal ein elektronisches Grundbuch gibt, um sehr simpel zu machen. Die zweite Geschichte ist, dass die Wirtschaft wahrscheinlich einige Services von uns nachfragt, die man in optimaler Qualität anbieten sollte. Ich glaube, dass wir Portale über staatliche Leistungen, die für die Wirtschaft interessant sind, in einer guten Qualität anbieten. Ich sage Unternehmensserviceportal, das wird vielleicht der Kollege Bock noch ausführen. Aber es geht auch um andere ähnliche Dinge, Grundstrukturen, die man auf den Tisch legt und die von der Wirtschaft genutzt werden können. Das sind Tools wie die digitale Signatur, das sind Dinge wie Informationsportale, das sind insgesamt One-Stop-Lösungen für Verwaltungsverfahren, die möglichst rasch, möglichst direkt, möglichst auf einen Druck mit dem Finger funktionieren sollten. Da ist noch unendlich viel zu tun. Wenn Sie wollen, sage ich jetzt auch noch gleich etwas zum innovativen Zusammenwirken bitte gerne, von Wirtschaft und Staat, aber das würde ich dann gern später noch einmal darauf zurückkommen. Ich glaube, dass, wie die Frau Kollegin jetzt gerade, sie hat mich drauf gebracht, sie ist an Schulz, sie haben Herald gesagt und Adressenverlag und Staat, nicht? Und ich bin da ganz woanders als Sie sind. Sie sagen, wir machen ganz viel, wir sind ganz toll, wir bieten Informationen und ich sage, ja, Grotze Türken, warum macht uns nicht Herold schon längst mal einen Amtskalender? Weil den haben Sie natürlich noch nicht. Den können Sie auch selber gar nicht machen. Weil Sie können im besten Fall die Adresse am Kanzleramt abbilden, aber wie es dann drin ausschaut, wer ist dafür zuständig, geht nicht. Ja? Aber Ihr Know-how, Adressen in kleine Schachteln zu tun und schneller Zugang und funktioniert super auf einer Oberfläche, mit unserem Know-how gekoppelt, wir wissen genau, wer ist und dass die eine Telefonnummer für den anderen 15 halt ganz viel Untergliederungen und Vernetzungen braucht. Aus so einer Kooperation könnte man schon was machen. Also das scheint mir ein gutes Beispiel zu sein, zu zeigen, dass wenn Informationen von beiden Seiten zusammengetan werden, ist es möglich, daraus wirtschaftlich Vernünftiges zu machen. Nicht mehr als das, und auf den Aspekt würde ich gerne wieder zurückkommen, vielleicht in einer späteren Verlauf der Diskussion. Gerne. Herr Nutzer, weil Sie auch angesprochen worden sind, haben Sie dazu gleich vielleicht ein paar Worte? Ich finde das großartig. Also ich werde das natürlich gleich mitnehmen. Werde ich gerne gleich mit Ihnen sprechen über Details. Aber genau das tun wir ja. Das war eben auch das Beispiel von der niederösterreichischen Landeswarenzentrale, wo wir auch wirklich Know-how gekoppelt haben, das Know-how der öffentlichen Einrichtung mit unseren Daten und daraus wirklich eine sehr sinnvolle Applikation geschaffen haben, die dann zum Beispiel im Katastrophenfall schnelle Hilfe herbeischaffen soll. Aber vielen Dank für die Anregung, finde ich großartig. Weil es der Herr Dr. Matzger angesprochen hat, wollte ich eigentlich gleich natürlich zum Herrn Sektionschef Popp weitergeben und sagen, das Finanzministerium gilt ja auch als Vorreiter im E-Government und betreibt damit Finanz Online bzw. mit den Unternehmen Serviceportal, der Herr Matzger hat angesprochen, ja stark genutzte Portale. Herr Dr. Popp, was haben die Unternehmen eigentlich davon und wie profitieren die Steuerzahler letztendlich durch diese beiden Portale? Naja, wir hoffen, dass wir
für Unternehmen Beiträge leisten können zu Kosteneinsparungen. Das gilt übrigens auch für den Bürger. Wir sagen zwar immer, magst du deine Steuererklärung über Finanz Online, bekommst du dein Geld schneller zurück. Das ist natürlich eine Seite. Die zweite Seite ist, dass man ganz einfach nicht mehr physisch beim Finanzamt vorsprechen muss, sondern ganz einfach von zu Hause agieren kann oder für Unternehmen vom Unternehmen agieren kann. Und das ist für viele, viele Unternehmen schon ganz wichtig. Die Großen leisten sich Steuerberater, dort macht es der Steuerberater. Komme ich aber in kleinere Unternehmen, dann bringt es schon persönlich den Firmeninhaber Vorteile. Das Modell, das wir hier gefunden haben, funktioniert nahezu perfekt im Unternehmensbereich. Verbesserungen gibt es immer. Wir haben aber gesagt, wir machen das Unternehmensserviceportal daraus. Da ist Finanz Online für Unternehmen eine Applikation oder ein Service. Wir haben viele andere Services schon drinnen und bauen das immer weiter aus. Ziel ist, vom Unternehmensserviceportal soll der Unternehmer irgendwann einmal alles, was er vom Staat braucht, bekommen, beziehungsweise alles, was der Staat von ihm will, kann er dort einspeisen. Das ist das Ziel. Das beginnt jetzt bei Verfahren, geht aber auch um ganz einfache Dinge. Jede Firma hat zum Beispiel einen Postkorb. Einen einheitlichen elektronischen Postkorb für alle Firmen gibt es noch nicht. Also das ist zum Beispiel ein Projekt, das wir machen wollen. Probleme haben Firmen auch oder möglicherweise, wenn sie viele Konten haben und an den Staat etwas zahlen wollen. Also das macht schon Probleme, weil alles kann man nicht elektronisch abwickeln, bei manchen muss man auf die Bank gehen. Es sind uneinheitliche Systeme, also das ist auch ein Projekt, das wir angehen wollen und sagen, muss doch ganz einfach sein, wie wenn jeder mit seiner Bank kommuniziert, also mit allen Banken, wenn er viele Konten hat, ganz einfach über das Unternehmensserviceportal kommunizieren kann. Wir fordern allerdings auch die Wirtschaft, zum Beispiel beim Thema E-Rechnung. Ein ganz wichtiges Thema im heurigen Jahr, die Unternehmer müssen wissen, wenn sie Leistungen für den Staat erbringen ab nächsten Jahr, können sie nur mehr elektronisch die Rechnung legen. Also eine Papierrechnung wird ab nächsten Jahr nicht mehr akzeptiert. Warum machen wir das? Nicht, weil wir sagen, der Staat erspart sich so viel damit. Die Wirtschaftskammer geht davon aus, dass sich die Wirtschaft am meisten damit spart. Und zwar geht die Wirtschaftskammer davon aus, dass 9 Milliarden Euro jährlich gespart werden können, wenn Rechnungen nur mehr elektronisch verschickt werden. Nur ist das nicht Firma zum Staat, sondern auch Firma zu Firma. Das Problem, das identifiziert wurde, Firmen machen es nicht, wenn sie es nicht tun müssen. So gesehen wollen wir Vorreiter sein und sagen, wenn du es an den Staat machst, dann musst du es. Dann bist du aber in der Lage, es zu tun und kannst es eigentlich mit anderen Firmen auch machen. Und so können die Ersparnisse dann lukriert werden. Mir fallen noch viele andere Dinge ein. Wir kooperieren mit vielen anderen Ministerien. Er wird etwas zum Gewerberegister neu sagen. Auch eine tolle Kopplung, die dann funktionieren wird mit dem Unternehmensserviceportal. Also wir versuchen Schritt für Schritt, wir sind zwar Europameister, aber haben noch viel zu tun, Schritt für Schritt der Wirtschaft Angebote zu machen, sodass tatsächlich der Chef, wenn er eine Einpersonenfirma ist, der Chef und die Mitarbeiter, wenn es eine große Firma ist, alles mit dem Staat elektronisch vom Firmensitz aus regeln können. Ich habe da vielleicht gleich noch eine Frage, weil Sie gesagt haben, sozusagen die elektronische Rechnungslegung. Mit Jänner 2014 sind die Unternehmen gesetzlich verpflichtet dazu, letztendlich diese elektronische Rechnungslegung an den Staat zu vollziehen. Gibt es da schon eigentlich erste Reaktionen seitens der Unternehmerschaft bzw. Feedback, Anregungen, Wünsche, Beschwerden? Es gibt manche, die machen es schon, manche, die wissen es noch nicht und manche, die der Meinung sind, das müssen wir ganz anders machen. Aber die Regeln sind nun einmal so vorgegeben.
Wir verwenden Standards, die die Wirtschaftskammer entwickelt hat und glauben, dass wir es damit so einfach wie möglich machen. Aber ein bisschen ein Aufwand ist es. Wenn ich jetzt eine kleine Firma bin, kann ich die Rechnung ganz einfach ins Unternehmensserviceportal die Daten eintragen. Aber das ist ja nicht der Hauptzweck. Das wird eher die Ausnahme sein. Wenn ich mir anschaue, große Telekom-Unternehmen mit 100.000 Rechnungen an den Staat und 100.000 Belegen dazu, also da geht es von Kommunikation Maschine zu Maschine und dort ist viel Ersparnis drinnen. Nur muss man es einmal einrichten. Daran arbeiten wir heuer. Die Systeme funktionieren seit Jänner bereits und wir haben uns vorgenommen, das heurige Jahr als Lernjahr zu nehmen. Wir kommunizieren in Richtung Wirtschaft, wir kommunizieren in Richtung Behörden, damit, wenn es wirklich scharf gestellt ist und es ein Muss ist, es auch funktioniert. Nachdem es ja eine gesetzliche Verpflichtung geben wird, vielleicht auch noch eine Frage, die mich persönlich interessiert, sind damit irgendwelche Zusatzkosten für den Unternehmer verbunden in dem Zusammenhang? Die Unternehmer, die noch ihre Systeme nicht darauf eingestellt haben, müssen es nachrüsten, das ist keine Frage. Kleine Unternehmer müssen gar nichts machen, weil wie gesagt, man kann es dann direkt auch als Einzelrechnung am Unternehmensserviceportal abgeben. Aber der große Effekt entsteht dort, wo Unternehmen, große Unternehmen in der Lage sind, E-Rechnungen abzusetzen, weil dann können sie es auch in Richtung anderer Wirtschaftsunternehmen machen und dort beginnen dann die großen Einsparungen. Okay, vielen Dank. Herr Magister Simonitsch vom Bundesministerium, wenn ich Sie jetzt fragen möchte, und ich frage Sie natürlich auch, wie sieht denn Ihr Ministerium prinzipiell die gemeinsamen Herausforderungen, die Wirtschaft und Staat im Kontext IKT haben, beziehungsweise was gibt es denn da für Ihre, sozusagen welche Position nimmt denn da das Bundesministerium für Inneres ein? Ja, gemeinsame Herausforderungen, Rat, staatliche Verwaltung und Wirtschaft. Ich komme jetzt nicht mit der Herausforderung an Budget und Ressourcen. Das wäre, glaube ich, zu einfach gegriffen. Haben wir, glaube ich, beide Seiten. Aber was nehmen wir daraus mit? Das ist eine Frage nach Effektivität und Effizienz und die ist berechtigt. Nämlich auch eine Frage nach Prozessen. Was heißt das und wie können wir besser werden? Aber was es gibt, glaube ich, daraus abgeleitet, sind drei jedenfalls zu manifestierende Punkte. Das eine sind korrekte, aktuelle, wenn man so will, auch valide Daten. Da bemühen uns wir rund um alle Aktivitäten und Maßnahmen im Bereich der Personenbasisregister, Personenkern, wenn man so möchte. Und alle diejenigen und drinnen, die heute den Ausführungen von Kollegen Leding aus dem Bundeskanzleramt, also Sektionschef Popp hat es angesprochen, Gewerberegister und parallel dazu eben unser zentrales Personenregister, also unseren Personenkern, den wir hier haben, versucht, valide und aktuelle Daten rund um die natürliche Person zu liefern. Im Bereich der Wirtschaft, man kann mir das nur denken, als Konsument bekomme ich sie auch mit, Kundendaten etc. Das ist das eine. Das andere sind natürlich stabil und einfach gehaltene Prozesse sowie Schnittstellen. Was wir hier tun, und auch da kam bereits die Ausführung, ich habe es natürlich leicht, es sind sehr viele Sachen schon gesagt worden, da kann ich anknüpfen. Diverse E-Government-Lösungen und Portale, die betrieben werden im Dreieck Wirtschaft, Bürger und Verwaltung. Hier sind wir Europameister, das wollen wir auch bleiben, dafür tun wir sehr viel in dieser Kooperation und in diesem Zusammenschluss E-Government. Das dritte, gesicherte Transportwege, analog wie natürlich auch digital. Das, was hier über die letzten Monate, Jahre passiert ist, dieser Schulterschluss über Ministeriumsgrenzen hinweg, aber auch über die Grenzen in Wahrheit der Kompetenz, auch die Grenzen der Zuständigkeit mit der Wirtschaft, mit der Industrie, das ist etwas, was einerseits der Fragestellung, der Komplexität, aber auch einfach der Notwendigkeit der gesamten Thematik her, der Anforderungen einfach entspricht. Das sind meines Erachtens nach die drei großen Dinge, die drei großen Anforderungen, die es gilt zu erfüllen. Es kommt aber etwas hinzu. Globalisierung, Mobilität, das ist jetzt nichts Neues. Permanente Verlangen nach Informationen, jeder von uns lebt damit, jeder von uns muss damit leben. Der tägliche Griff zum Mobile Device,
der ständige Druck, was sagen wir darauf? Es ist aber meines Erachtens nach, und wenn man so in die Runde blickt, wenn man draußen ein bisschen diskutiert, es ist mehr. Es sind nicht mehr so die Einzelbeziehungen, es sind Many-to-Many-Beziehungen, es sind sinkende Transaktionskosten, sie haben das in ihren Unternehmen, sie haben das zum Teil auch in ihren Konzernen, wenn ich da so in die Runde blicke, sind ja nicht nur Einzelunternehmer hier. Wir reden ja heute nicht mehr nur von einer Informationsgesellschaft, wir reden von einer Netzwerkgesellschaft. Es ist einfach auch nicht nur aus Sicht der Kommunikation, es ist auch nicht mehr aus Sicht des Marketing oder aus der PR, sind hier IKT-Lösungen gefragt. Stichwort Partizipation, Kollaboration und Transparenz. Der Druck, dass wir einfach sehr früh, sehr rasch Dinge transparent und offen gestalten müssen, wächst. Dass hier IKT-Lösungen natürlich zum Einsatz kommen müssen, kommen sollen, ist klar, aber das ist jetzt auch nichts mehr Neues. Bertolt Brecht hat einmal gesagt, aus Zuhörern werden Mitspieler, beim Kontext Radio und Schauspiel. Auf uns übertragen, auf die Verwaltung übertragen, könnte man sagen, aus Normunterworfenen werden Mitarbeiter oder Mitgestalter. Das zu nutzen, das nutzbar zu machen, ist etwas, was in der Verwaltung, im öffentlichen Bereich eine Chance ist und Teil auch bereits genutzt wird, was jedenfalls auf uns zukommt. Transparenz ist aber auch etwas, was nicht verordnet werden kann. Wenn man nach Hamburg blickt, das Hamburger Transparenzgesetz, die neuesten Meldungen liest, dann weiß man oder dann bekommt man mit, dass sich da auch entsprechende Schwierigkeiten auftun. Also das vielleicht als erster Anteaser, also den Überlegungen, die ja nicht nur wir haben, sondern generell im öffentlichen Bereich auch schon. Ja, vielen Dank einmal. Da möchte ich aber auch gleich anschließen, sozusagen Ihre Ausführungen. Sie haben natürlich gesagt, dass sozusagen die Kommunikation und die Interaktion und Abstimmung zwischen den Ministerien eine regelmäßige und eine sehr häufige ist, sage ich jetzt einmal zu euren Bereichen, was sicherlich eine Notwendigkeit ist. Inwieweit funktioniert das mit den Unternehmen? Sehen Sie da sozusagen in diesem Bereich noch irgendein Need for Improvement oder sind das bereits sozusagen, sage ich jetzt einmal, Kommunikationszyklen, mit denen Sie heute und jetzt schon zufrieden sind, oder da wird schon noch mehr Spielraum geben? Ich glaube, dass man diese Frage jedenfalls auf beide Seiten stellen muss. Wir haben heute sowohl institutionalisierte Bereiche der Kommunikation, des Austausches und auch der Lerneffekte. Also wenn ich mir anschaue, zum Beispiel im zentralen Melderegister, wir haben 4.000 Businesspartner. Dort gehen wir auch regelmäßig auf Wünsche, Change Requests etc. ein. Wir haben in anderen Bereichen, greifen wir natürlich auch auf die Gremialvertretungen zurück. Da schauen wir uns genau an, was kommt da an entsprechenden Verbesserungsvorschlägen, auch an Änderungswünschen. Und da gehen wir drauf zu. Aber ich glaube einfach, dass wir, das ist ja auch, wenn Sie so wollen, einer der Punkte, den ich versucht habe herauszustreichen, es ist nicht mehr nur die Wirtschaft oder, wenn Sie so wollen, der Oberbegriff, sondern wenn wir das ernsthaft betreiben wollen, dann ist es einfach mehr. Und der Druck ist gewaltig und der Druck ist groß. Dankeschön. Herr Dr. Auer, im Gesundheitswesen, worin besteht denn da sozusagen das Zusammenspiel zwischen Staat und Wirtschaft, was IKT anbelangt, beziehungsweise was sind denn die Neuerungen und die aktuellen Vorhaben, die gerade in Ihrem Ministerium passieren? Danke für die Fragestellung, aber lassen Sie mich zunächst sagen, Sie sind jetzt alle Zeuge einer Verwaltungsreformidee geworden. Der Kollege Matzka hat sich nämlich überlegt, wie kann er Kosten einsparen, macht dann keinen, Amtskalender mehr, gliedert den an Herold aus und wir dürfen ihn dann zahlen. War das gut? Aber ich komme auf meine eigentliche Frage zurück. Schauen Sie, ich fühle mich mitverantwortlich dafür, dass in dieser Volkswirtschaft rund 7% des Bruttoinlandsprodukts an öffentlichen Ausgaben für Gesundheit aufgewendet werden. Und das ist enorm viel, das sind knapp 25, 26 Milliarden Euro. Und dafür fühle ich mich mitverantwortlich, dass das sozusagen in einer geordneten Bahn geht. Und ich sage Ihnen ganz generell, in den Gesundheitswesen, und das ist gar keine österreichische Spezialität, sondern das ist eine Beobachtung, die sie überall machen kann, sind interessanterweise die öffentlichen Einkäufer, also diejenigen,
die das Ticket bezahlen, die sozusagen die Rechnungen bezahlen, die die Spitäler und die anderen Gesundheitsdienstleister sozusagen erstellen, immer passive Leute, die das einfach meistens zur Kenntnis nehmen, was für eine Rechnung sie dort hingelegt bekommen. Und wir sind auch relativ passiv, ich spreche von den Sozialversicherungen, von der öffentlichen Hand ganz generell, was die Qualität dieser Leistungen angeht. Und wenn Sie mich fragen, wo das Zusammenspiel da jetzt zwischen Verwaltung und Wirtschaft, jetzt meine ich mit Wirtschaft, Gesundheitswirtschaft einerseits, aber dann letztlich auch IT-Wirtschaft andererseits besteht, ist ganz klar, dass wir diese Passivität letztlich unter dem enormen Kostendruck, dem wir unterworfen sind, nämlich in den öffentlichen Haushalten, nicht mehr länger hinnehmen. Also wir wollen sozusagen zu aktiven Price-Takern und zu aktiven Quality-Takern werden. Also wir wollen sozusagen mit beobachten, was da für eine Qualität in diesem Gesundheitssystem erbracht wird. Und da ist natürlich die IKT eine super tolle Geschichte, weil sie sozusagen ein Manipulationsinstrument ist, das subsidiär uns in Wahrheit in die Hände spielt, nämlich wenn es darum geht, Prozessabläufe und durch Prozesse letztlich auch Ergebnisse, zum Beispiel in ganz normalen Behandlungsketten in der Gesundheitsversorgung zu optimieren. Das ist etwas, was die Gesundheitswirtschaft in Wahrheit nicht rasend interessiert. Jetzt will ich das, verstehen Sie mich nicht falsch, in einem Krankenhaus werden hoffentlich Prozesse heute ganz optimal organisiert, wenn wir Glück haben. Aber im Zusammenspiel zwischen 2, 3, 4 Krankenhäusern und anderen Gesundheitsdienstleistern ist diese Prozessorganisation des Zusammenspiels dem Zufall überlassen, im Regelfall. Und sehen Sie, dort ist sozusagen IKT ganz wichtig. Wenn Sie mich fragen, dort habe ich sozusagen von der Gesamtsteuerungsverantwortung her, die der Staat hat, die die Bundesverwaltung hat, ein Interesse, mit möglichst vielen Innovationen einen Beitrag zu leisten zu einer Optimierung der Prozesssteuerung und letztlich damit zu einer Optimierung der Ergebnisse in diesem riesigen Sektor, nicht? 7% des Bruttoinlandsprodukts, den wir öffentlich ausgeben, sozusagen zu erreichen. Und da ist eines unserer ganz zentralen Themen, wo wir ein Interesse haben, dass wir eng zusammenarbeiten, nämlich das Thema Standardisierung. Prozesse brauchen Standardisierung und es bedarf dann auch einer Standardisierung zum Beispiel von elektronischen Dokumenten, das wird dann in der Elga-Welt sozusagen, elektronischen Dokumenten, dass die auch in einer standardisierten Form vorliegen. Denn ein Beispiel aus dem Leben: Ein Allgemeinmediziner in der Stadt Wien kann es erleben, dass verschiedenste Laborbefunden aus den verschiedensten Krankenhäusern der Stadt Wien in völlig unterschiedlichen Formaten bei ihm am Schreibtisch landen. Das, glaube ich, ist nicht super tolle Prozessorganisation, ne? Sondern ich würde sagen eher mangelhafte Prozessorganisation. Und das meine ich mit sozusagen Standardisierung. Wir gehen uns aber auch wechselseitig auf die Nerven, denn wenn der Kollege Simonitsch und das Justizministerium zum Beispiel nicht Gas gibt bei dem sogenannten Personenstandsregister, was ja eine wichtige staatliche Aufgabe ist, werden Sie alle miteinander, Gesundheitsdienstleister, Wirtschaft, bei der Anwendung von Elga ein riesiges Problem kriegen, weil Sie die ganzen Ersatzgeschichten nicht gescheit abgebildet werden. Also da sind wir dann bei den Kindern und den Obsorgerechten und was weiß ich. Also da gehen wir uns wechselseitig auch auf die Nerven, weil wir können sozusagen tolle, super gescheite Ideen, wie zum Beispiel Elga, nicht optimal nützen, wenn unser Zusammenspiel nicht auch optimal funktioniert. Also wie Sie sehen, eine vielschichtige Geschichte, es geht aber immer um Prozesse und Ergebnisse und bei mir, bei meinem Thema geht es um wahnsinnig viel Geld und ich möchte einen Beitrag dazu leisten, dass das Geld effizient und effektiv sozusagen dort ankommt, wo es hingehört. Vielen Dank. Sie haben ja gerade angesprochen, Elga. Elga wurde ja über viele Wochen und Monate hinweg sehr kontroversiell diskutiert, sage ich jetzt einmal. Was ist denn momentan eigentlich Stand und Status im Projekt Elga? Wenn die österreichische Ärztekammer gemeint hat, gegen Elga einen anhaltenden Protest und Widerstand zu leisten, ist dieser Widerstand sozusagen ins Leere gelaufen, weil Elga kommt. Sie wissen das alles. Ich gehe davon aus, dass die Masterpläne und die Umsetzungs- und Errichtungspläne, die hier abrufbar und allen letztlich zur Verfügung stehen, alle sozusagen gehalten werden. Und gehen Sie davon aus, dass mit 1. Jänner des Jahres 2015 der flächendeckende elektronische Datenaustausch von Elga-Dokumenten in dieser Republik beginnen wird. Vielen Dank.
Herr Aktionschef Tschirf, warum ist eigentlich die Schaffung eines neuen zentralen Gewerberegisters notwendig, beziehungsweise worin sieht man da eigentlich seine Vorteile? Die österreichische Wirtschaft ist ja im europäischen Vergleich in einer Gott sei Dank sehr guten Situation. Wir haben unsere über 300.000 Unternehmerinnen und Unternehmer, davon 99,7% Klein- und Mittelbetriebe, sind wesentlich dafür verantwortlich, auch für den für die wirtschaftliche Kraft, die wir in Österreich hier zeigen und warum wir hier so gut mithalten können. Und die zentrale Rechtsvorschrift für die Wirtschaft ist das Gewerberecht. Und hier gibt es derzeit 14 dezentrale Gewerberegister. Und jetzt wird ein gemeinsames zentrales Gewerberegister mit 2015 geschaffen. Da wird auch das alles, was in Österreich immer wieder kritisiert wird, der Bundesstaat, da gibt es die Länder, da gibt es die Gemeinden, da gibt es den Bund. Wir schaffen es gemeinsam, eine gemeinsame Anstrengung. Auch hier haben wir im letzten Jahr, sage jetzt gerade, weil ich hier Finanzministerium, Bundeskanzleramt, wird hier an und zwar beauftragen wir die Stadt Wien und das Land Oberösterreich, dass die gemeinsam hier ein Gewerberegister, das nach gleichen Standards für sämtliche 300.000 Unternehmungen in Österreich geschaffen wird. Mein deutscher Kollege sagt mir immer, wie macht ihr das in Österreich? Das schaffen wir bei unseren 16 Bundesländern nicht. Das ist ein sehr wesentlicher Aspekt. Ich habe das auch immer wieder gehört und auch sozusagen miterleben dürfen, dass wir eigentlich, so wie es auch der Herr Dr. Matzka schon gesagt hat, gerade was das E-Government-Thema anbelangt, in Europa hier wirklich federführend sozusagen am Markt uns etablieren konnten und auch sehr stark sozusagen von den benachbarten Ländern in Europa sozusagen angefragt werden, um sozusagen die Projekte, die in Österreich in Realisierung begriffen sind oder bereits realisiert sind, hier zu präsentieren beziehungsweise möglicherweise auch in anderen Ländern umzusetzen. Ich möchte jetzt ein bisschen mehr auch gleich in die Praxis kommen und zwar mit der Frau Magister Huemer. Die Stadt Wien hat ja im Bereich Rechnungswesen zwei bedeutende Projekte umgesetzt. Zum einen die Vollimplementierung von SAP und zum anderen die Gründung eines Kennzentrums. Worin besteht denn eigentlich sozusagen die Innovationspotenziale beider Projekte, beziehungsweise was sind die auslösenden Faktoren, warum man sozusagen diese Projekte überhaupt in Angriff genommen hat? Also wir haben uns in der Stadt Wien von drei wesentlichen Sätzen eigentlich leiten lassen, nämlich der erste Satz war, nicht die Bürgerinnen und der Bürger soll laufen, sondern die Akten sollen laufen. Ein zweiter wesentlicher Satz für uns war oder Handlungsanleitung war, die Behörde soll die Bürgerinnen und Bürger nicht Sachen fragen, die sie selber weiß. Und das Dritte, was auch sehr wesentlich ist, Unternehmen sind einfach der wichtigste Wirtschaftsmotor der Stadt für einfach eine funktionierende Stadt und eine erfolgreiche Stadt. Und da ist es auch sehr wichtig, dass Rechnungen so schnell wie möglich bezahlt werden. Und daraufhin hat die Stadt Wien drei Projekte aufgesetzt, die uns ganz wichtig sind. In einem ersten Schritt wurde einmal SAP eingeführt. Wir haben flächendeckend und ich glaube, wir sind die größte, also wir sind die einzige europäische Stadt, ein Vertreter von SAP ist auch hier, die SAP so flächendeckend eingesetzt hat. Wir haben bis auf das HR-Modul, also den Personalentwicklungsbereich, alle Module im Einsatz, was es ermöglicht, dass wir wirklich ein integriertes System fahren können und somit einfach sämtliche Prozesse auch vereinfachen können. In der Praxis heißt das einfach, dass wir unterschiedlichste Fachinformationssysteme ablösen können und wir in einem System arbeiten können und somit Prozesse einfach viel, viel schneller gehen und wir dadurch einfach näher bei den Bürgerinnen und Bürgern sein können, aber auch für die Unternehmen sehr viel tun können. Was wir mit SAP auch erreicht haben, ist die Tatsache, SAP, wer es kennt, ist ein System, das Workflow-basiert arbeitet. Das heißt, wir versuchen, eine viel, viel raschere Rechnungsbearbeitung zustande zu bekommen, indem nicht ständig irgendein Mitarbeiter, wie es gerade bei mir ist, irgendwo noch ein Hackerl machen muss im Papier, sondern es einfach im System Regelungen gibt, wo wir Rechnungen automatisch durchbuchen können und somit die Zahlungsziele viel, viel rascher erreicht werden können.
und wir dadurch auch einen wesentlichen Beitrag für die Wirtschaft in Wien leisten können. Und ein ganz neues Projekt, das wir in der Stadt gestartet haben zum Thema der Bürger soll nicht laufen, sondern die Akten, ist, wir haben ein Scanzentrum gegründet und in diesem Scanzentrum werden nicht nur die Rechnungen eingescannt, die an die Stadt Wien gelegt werden. Natürlich unterstützen wir auch, dass wir so viel wie möglich Rechnungen elektronisch bekommen und sind natürlich dabei die Initiative des Bundesministeriums auch sehr dankbar. Aber wir glauben es noch nicht ganz, dass wir es völlig verhindern können, dass wir auch in Zukunft noch Papierrechnungen bekommen. Und daher werden auch diese Rechnungen dort eingescannt, werden aber dann automatisch mit einer Software ausgelesen und können in den Workflow eingespielt werden und können automatisch bearbeitet werden. Aber neben dieser Rechnungsbehandlung wird in diesem Scanzentrum auch der gesamte Posteingang der Stadt Wien stattfinden. Das heißt, in Zukunft wird die Stadt Wien, das ist zwar ein längerfristiges Projekt und das wird sicher einige Jahre dauern, wird es eine Postanschrift für sämtliche Anträge im Verwaltungsverfahren geben. Dort werden diese Poststücke auch eingescannt und werden in einen elektronischen Akt gespielt, wo wiederum einfach auch die Prozesse viel, viel schneller abgewickelt werden können und einfach auch die beteiligten Magistratsabteilungen einfach einen viel leichteren Zugriff zu den Akten haben. Weil wenn man sich anschaut, wie viele Magistratsabteilungen an einem Bauverfahren beteiligt sind, an einem UVB-Verfahren, ist es einfach dem Bürger einfach nicht zumutbar, dass sie zu 10 Magistratsabteilungen laufen, sondern es sollen einfach diese Informationen, diese Anträge zusammenfließen und somit einfach raschere Entscheidungen möglich sein. Und das sind diese Grundinitiativen, die wir in den letzten Jahren gesetzt haben. Jetzt ist ja sozusagen die Scan-Thematik ja eine neue, das gehen Sie ja jetzt sozusagen frisch an, dieses Projekt, das heißt, da wird es noch relativ wenig Erfahrungswerte geben. Im Bereich SAP ist es ja ein bisschen anders, nehme ich einmal an. Da wollte ich jetzt einmal ganz ketzerisch auch fragen, wenn man dann Kosten-Nutzen-Effizienzrechnungen anstellt im Vergleich zum früher, gibt es irgendwelche signifikanten Kennzahlen, Daten oder Werte, die Sie uns da schon sozusagen mit auf den Weg geben können? Also wir haben eine Kosten-Nutzen-Analyse gemacht bei Einführung des Projektes. Also die SAP-Einführung in der Stadt Wien hat ein Investitionsvolumen von ca. 70 Millionen Euro ausgemacht. Und wir gehen davon aus, dass durch die Nutzen, die wir jetzt lukrieren, indem wir Prozesse optimieren, indem wir eine ganz andere Stammdatenwartung haben, also wir haben jetzt nicht mehr die Bürgerin, den Bürger XY 10-mal im System, sondern wir haben einfach bereinigte Stammdatenmanagement und eben das von mir angekündigte oder schon angedeutete Rechnungsbehandlungsverfahren, rechnen wir damit, dass wir 2017 den Return on Invest erreicht haben, was an sich gerade für so ein derartig großes Projekt wirklich, glaube ich, eine sehr gute und wichtige Sache ist. Aber gelingen kann es nur dann, wenn man einfach wirklich Prozesse kritisch hinterfragt. Also es bringt nichts, SAP einzuführen und zu sagen, aber so wie wir wollen weiterhin so arbeiten, wie wir bisher gearbeitet haben, sondern man muss einfach, wenn man SAP einführt, jeden Prozess kritisch hinterfragen, ihn neu aufsetzen, was natürlich für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine enorme Herausforderung ist, weil wir kennen den Satz, ist zwar der Satz, den mir eigentlich niemand sagen sollte, aber das haben wir immer schon so gemacht, ist natürlich in der öffentlichen Verwaltung schon noch ein bisschen verbreitet. Ich möchte eigentlich sozusagen in den zweiten Teil unserer Diskussionsrunde einsteigen und da gibt es wahrscheinlich niemand Berufener als Frau Dr. Karlutzer. Sie sind ja sozusagen ein Datenprofi mit Herald Business Data und ich frage mich halt immer auch, wenn man vom Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Staat und Daten spricht, ist das eigentlich eine Sache, die sozusagen völlig unbelastet ist oder gibt es da auch irgendwo Friktionen? Denken wir Transparenzgesetze, möglicherweise missbräuchliche Datentransfers etc. Was sind denn da als Datenprofi da so Ihre Erfahrungswerte? Naja, also ich denke, Friktionen entstehen immer dann, wenn öffentliche Einrichtungen oder der Staat Tätigkeiten übernimmt, die eigentlich in der Privatwirtschaft ganz gut aufgehoben sind. Also ich gebe Ihnen da ein Beispiel, das jetzt jüngst aufgepoppt ist. Die österreichische Wirtschaftskammer sammelt alle Daten ihrer Mitgliedsbetriebe. Und das sind ja so gut wie alle österreichische Firmen, was ja auch in Ordnung ist. Aber diese Daten werden branchenweise gratis abgegeben. Und das ist natürlich ein Feld, das eben der professionelle Datenhandel oder professionelle Datenhändler für sich beansprucht haben und das ist natürlich etwas, wo ein Geschäftsmodell massiv untergraben wird und die österreichische Wirtschaft mit Daten über ja,
bereichert, oder bereichert kann man hier nicht sagen, sondern überflutet wird, die zweifelhafter Qualität sind, weil die Daten von einem professionellen Datenhändler, die sind gewartet, die haben eine Qualität von den öffentlichen Einrichtungen, kann man das nicht immer behaupten. Und da gibt es Probleme. Da wollte ich gleich einmal einhaken, sozusagen, ich bin ja nicht der Experte, ganz im Gegenteil. Kann ich mir das so vorstellen, dass irgendwelche Unternehmungen oder irgendwelche privatwirtschaftlichen Interessensvertretungen Daten aus der Wirtschaft, Unternehmensdaten, bei der Wirtschaftskammer anfragen und die Wirtschaftskammer gibt das einfach so raus, weil für mich auch sich der Frage der Legalisierung stellt. Einfach so, also ich möchte mich da jetzt auch nicht weiter äußern zu den Details, wie das gehandhabt wird. Aber es wird gehandhabt. Aber es wird so gehandhabt und das finde ich eben sehr fragwürdig, weil wir wissen alle, Daten, die nicht gewissen Qualitätsstandards genügen, können wirklich können Schaden anrichten. Denken Sie an Mailings. Mailings kosten sehr viel Geld, Porto, Papier und so weiter. Und wenn die da nicht zum richtigen Empfänger kommen, ist das natürlich ein großer Schaden. Und ich denke, bei einem professionellen Betrieb wird das eher weniger der Fall sein. Und deshalb sollte man diese Dinge eher bei der Privatwirtschaft lassen, die sich damit professionell auseinandersetzt. Und öffentliche Einrichtungen sollten sich meiner Meinung nach nicht in diese Bereiche einbringen. Jetzt habe ich ja hier im Podium leider keinen Vertreter von der Wirtschaftskammer. Gibt es aber vielleicht sozusagen seitens der Diskutanten hier dazu einen Input, nein. Herr Dr. Matz? Das ist ja, also das ist, wir sind ja mitten im Open Government Thema drin. Ne? Ja. Auf der einen Seite sagen Sie völlig zu Recht, der Staat soll mit dem, was er so hat, keine Schmutzkonkurrenz betreiben. Eine Seite. Die zweite Seite der Medaille ist, dass Bürger und Wirtschaft auf den Staat zukommen und sagen, du hast mit Steuergeld bestimmte Informationen dir erarbeitet und verschafft. Jetzt gib sie doch, weil das sind unsere Informationen, jetzt gib sie doch mal gefälligst her. Das ist das Spannungsfeld von Open Government Data, wobei ich zwei Sachen dazu sagen darf. Das eine ist, wir sind auch da, glaube ich, gar nicht so schlecht benannt. Da verweise ich ja vor allem auf Kommunen, auf die Länder, Wien voran, aber auf den Bund, Open Government Data. Zugang läuft ganz gut. Wer immer will, ist bitte eingeladen, unter www.data.gv.at nachzuschauen, was es hier gibt. Da gibt es 700 Angebote. Die 700, die Sie da drinnen finden, sind alle gratis, aber zu Recht gratis, weil es Daten sind, die die Republik hat und finanziert hat aus Steuermitteln. Jetzt bin ich bei Ihnen. Ich glaube, dass Open Data nicht Graduate Data heißt. Also das, was wir haben, das, was der Staat hat, soll er hergeben, der Wirtschaft, um daraus etwas zu machen, eine wirtschaftliche Anwendung zu machen. Aber hergeben heißt, und da sind wir konfrontiert mit dem Wunsch, das umsonst, also ohne Entgelt herzugeben. Das ist genau das, die Idee. Hergeben ja, aber es muss was kosten. Es soll das kosten, was es insgesamt, was die Gestirn gekostet hat. Wir brauchen im Gegensatz zu euch keinen Profit machen. Da scheiden sich dann die Geister. Und da steht die öffentliche Hand sehr stark unter dem Druck, diese Datenbestände unentgeltlich herzugeben. Und da wäre ich eigentlich auch dagegen. Hier die Balance zu finden, ist sicher nicht leicht. Verlangt einen Dialog. Ich glaube, dass wir im Feld von der Entwicklung von Apps schon ganz gute Schritte gegangen sind. Also das heißt, die öffentliche Hand hat Daten, entwickelt da irgendein App, mal sage ich, irgendetwas. Ja? Ein sehr einfaches Modell, Beispiel, wir haben das Rechtsinformationssystem aufs Handy heruntergeladen. Und machen damit die Wirtschaft neugierig auf die Möglichkeit neuer Entwicklungen. Und genauso würde ich es zum Beispiel, jetzt kehre ich nochmal zurück zu dem Amtskalender, weil Sie kriegen keinen Groschen von mir für den Amtskalender, ganz im Gegenteil. Ja? Aber wir könnten uns schon gemeinsam überlegen, wer braucht diese Information, darüber wer in welcher Behörde wofür zuständig ist, was kann man da für Mehrwertprodukte draufsetzen, also bis hin zu einer Maschinerie, die meinen Akt verfolgt durch die Maschinerie der Verwaltung durch. Ja, was kann die private Wirtschaft hier beitragen, was kann die öffentliche Hand dazu beitragen und dann einigt man sich darauf, wie man das macht und dann ist das ein Produkt, das marktfähig ist. Ich bin dagegen, dass der Staat irgendetwas verschenkt, das haben wir nicht. Ich bin auch dagegen, dass die Wirtschaft etwas verschenkt, das
wird sowieso nicht der Fall sein. Aber wir müssen auch so ehrlich miteinander umgehen, dass wir sagen, wir können aneinander im wechselseitigen Prozess nichts verdienen. Das ist ja leider so. Wobei ich mal, also gerade bei der Entwicklung von Apps im Kontext von Open Government, den Punkt wollte ich hier fixieren in dem Gespräch, da würde ich mir wünschen, ganz viel Dialog, ganz viele Kontakte, ganz viele Ideen. Wir sind bereit, relativ vieles in eine Schachtel hineinzugeben und auch zu unterstützen bei Anwendungen, die dann wirklich was daraus machen. Konkretes Beispiel morgen, in der Früh machen wir gemeinsam was mit Wien, damit höre ich schon auf, sensationell. Der Bund hat Daten darüber, welche Musik spielen sie morgen am Abend in den Wiener Musiktheater und welches Bundesmuseum hat morgen welche Ausstellung. Wiener Daten, welche Musik spielen sie in den Wiener Opernhäusern und welche Ausstellungen in den Wiener Museen. Dass das alles miteinander für jemanden wurscht ist, der als Tourist kommt, ob das ein Wiener Museum ist und ein Wiener Museum oder ein Bundesmuseum, ist uns dann schon auch gedämmert und jetzt haben wir als App das gemeinsam zusammengeschachtelt. Das ist ein Nukleus, dass man in Wien schauen kann, was spielt heute am Abend für eine Musik. Soweit haben wir es fertig gemacht, haben es wir bezahlt, abgeschlossen. Und jetzt legen wir es auf den Tisch und sagen allen Konzertveranstaltern, allen Tourismusagenturen, allen weiß der Teufel was, macht's was draus. Ist noch lange nicht alles drin. Noch lange nicht besonders komfortabel. Mehr tun wir als Staat nicht. So geht's. Die Daten könnt ihr euch anschauen, wo ihr es herkriegt. Ihr kriegt es weiter in einer tollen Qualität und macht schon. Weil die Qualität der Daten, abschließender Kommentar, die Qualität der Daten, die die Republik oder die Länder oder die Gemeinden hat, diese Qualität ist unschlagbar. Besseres kriegen sie nicht und nirgends. Da liegt ein gewisser Vorteil drin. Also darf ich nur ganz kurz hinzufügen oder antworten, Open Data, ja, und wir sind da voll dafür, dass Informationen möglich sind, über wie Sie es jetzt genannt haben oder wo welche Kanaldeckel sind oder Gott weiß was, ja. Das sind wir voll d'accord. Wo wir uns anstoßen, das sind Daten, die nicht qualitativ hochwertig sind und die nicht gewartet sind. Die Daten, die ich angesprochen habe, das sind Daten, die selbst eingegeben werden von Unternehmen und die eben von mangelnder Qualität sind. Dann müsste das nicht, wenn ich an den Markt glaube, dann scheitern die schlechten Daten ohne diesen Effekt. Ja, natürlich, aber erst auf den zweiten, dritten Blick. Ja. Erst wenn man eben Mailings gemacht hat und Retouren bekommt, die Postsäcke füllen, dann wird einem natürlich dämmern, dass das nicht ganz in Ordnung war. Aber ich frage mich, muss das sein? Nein, das muss eigentlich nicht sein, weil da gibt es einfach eine Branche, da gibt es einen Wirtschaftszweig, der sich professionell mit diesem Thema auseinandersetzt. Und ja, wir müssen auch Profit machen, wie Sie sagen, ja, weil die Privatwirtschaft hat nämlich die Arbeitsplätze in Österreich zu schaffen und auch die Arbeitnehmer zu versorgen. Herold beispielsweise hat rund 600 Mitarbeiter, allein in der Datenrecherche rund 20 Personen beschäftigt. Ja, das ist sehr viel Input, deshalb sind auch unsere Leistungen qualitativ hochwertig und ja, die müssen finanziert werden. Der Herr Dr. Popp und der Herr Simonitsch wollten dazu auch noch kurz Stellung beziehen, Herr Dr. Popp. Also ich glaube, es ist evident, wenn E-Government voranschreitet, kommt natürlich die Wirtschaft in manchen Bereichen unter Druck, nämlich dann, wenn es nur um einfache Daten geht, wie heißt eine Person, wo wohnt eine Person, welche E-Mail-Adresse hat, welche Handy Nummer hat, das sind alles Daten, die der Staat für seine Dienste auch braucht. Ich glaube, die Wirtschaft kann daraus kein Geschäftsmodell mehr machen, in Zukunft derzeit schon, weil die Qualität der Daten nicht überall so ist, wie sie sein sollte. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Personenstandsregister ganz einfach privat geführt wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Unternehmensregister privat geführt wird. Sondern das sind ganz einfach staatliche Aufgaben. Da werden derzeit Daten zusammengeführt, da wird die Qualität der Daten verbessert und die Zukunft von E-Government liegt eigentlich darin, dass gute Register und qualitativ hochwertige Register vorliegen.
Die Mehrwertprodukte kann dann die Wirtschaft machen, nur die Wirtschaft muss da auch umdenken. Also eine E-Mail-Adresse, eine richtige, ist nichts mehr, womit man in 5 Jahren wahrscheinlich Geld verdienen kann, weil die müssen überall aktuell sein. Wenn wir einen Steuerzahler und zum Beispiel alle Unternehmen, die Steuerzahlen müssen, verständigen müssen, dass in der Databox von Finanz Online ein neuer Bescheid drinnen liegt, dann müssen wir die richtige Adresse haben. Und die geben natürlich die Kunden an. Und es gibt nichts Besseres als die Selbstbeauskunftung von, wir sehen ja eh, wenn es nicht stimmt, da müssen wir auch noch recherchieren. Aber diese Daten wird die Verwaltung in Kürze in einen hohen Perfektionsgrad haben. Aber wir machen nicht die Mehrwertdienste daraus. Also so wie die App, die der Herr Matzka angekündigt hat, ja, das kann man machen als Initiative. Aber das ist eigentlich, was die Privatwirtschaft dann daraus machen sollte, nicht? Da kann man nur sagen, das könnt ihr machen, wenn wir die Daten zur Verfügung stellen. Die Daten des Unternehmensregisters werden auch zur Verfügung stehen. Irgendwann. Derzeit wird das Register aufgebaut. Wir müssen auch deswegen richtig sein, denn wir haben uns diese Woche entschieden, dass alle Unternehmen eine neue eindeutige Identifikation bekommen nach dem GLN-System, also Strichcode, Barcode-System. Wenn dieses System funktionieren soll, dann ist ein Unternehmen vom Namen, von der Adresse und von ein paar anderen Attributen eindeutig. Das stellen wir auch dann der Wirtschaft zur Verfügung, aber daraus kann die Wirtschaft einfach keinen Mehrwert mehr generieren. So muss man sagen, was setze ich darauf auf? Also nur Daten, einfache Daten sind kein Geschäftsmodell mehr in wenigen Jahren. Sie da noch? Ich gebe Ihnen vollkommen recht, das passiert ja auch, ja, aber ist also. Ob das jetzt mit Geomarketing oder Gott weiß welchen Tools dann verbunden wird. Ja, ja. Das ist ja, dann absolut. Der Mehrwert, ja. Wo der Staat, glaube ich, kein ureigenstes Interesse mehr hat. Der Herr Simon, bitte noch, und dann der Herr Auer wollten dazu auch noch kurz Stellung nehmen. Gut, dann sage ich sozusagen auch noch aus der persönlichen Ressortzuständigkeit des Innenministeriums und dem Personenbasisregister und so wie Sie es angesprochen haben, Herr Sektionschef Matzka, Government 2.0 oder Open Data oder Open Government Data oder generell der Überbegriff Government 2.0 entbindet weder den Staat von seiner staatlichen Verantwortung zur Führung von Registern oder, wenn wir es überhaupt breiter denken, auch Cyber Security entbindet nicht den Staat von, ich sage einmal, wenn man international schaut, auch von der Regulationsverantwortung. Das heißt nicht Transparenz um der Transparenz willen. Wir machen jetzt nicht auf einmal auf und lassen hier wie wild irgendwelche Dinge entstehen. Ich glaube, es war auch nur eine Kommunikationsasymmetrie, die hier auf einmal entstanden ist. Sie haben ja nicht in Frage gestellt, dass die staatlichen Register eine schlechte Datenqualität hätten. Nein. Deswegen sage ich, ich glaube, es war eine Kommunikation. Um diese Datenbank ging es jetzt. Ich glaube, es war eine Kommunikationsasymmetrie. Ja. Weil es bleiben staatliche Aufgaben, nur sie werden, glaube ich, in einen anderen Kontext gesetzt. Schauen Sie, ich sage Ihnen nur eines, und es sitzen wahrscheinlich hier nicht allzu viele Vertreter der Gesundheits-IT-Wirtschaft sozusagen. Und wenn dann doch, dann habe ich da auch eine klare Message. Ich meine, wir, der Staat, haben durch Elga einen Patientenindex, ein Patientenregister geschaffen, weil wir das ist ja ein Kernelement. Die Identität herzustellen und die Authentifizierung herzustellen. Das ist ja ganz, ich meine, ohne dem können wir ja elektronischen Datenaustausch in so einem sensiblen Feld wie Gesundheit ja nicht einmal verantworten. Also das haben wir hergestellt, das gibt es. Das übrigens auch für die Dienstleister, nicht? Weil ohne dem geht es gar nicht. So, und das ist aber öffentliche Infrastruktur, wenn Sie so wollen. Und all diejenigen, die sozusagen jetzt in der IT-Wirtschaft, im Gesundheitssektor sozusagen kreativ und innovativ sind, denken Sie an Monitoring-Systeme, denken Sie an Ambient Assisted Living und all diese Geschichten, die können in Zukunft diese öffentliche Infrastruktur, nämlich die zur Herstellung von Identität und Authentifizierung von Patienten, verwenden.
Und all die Dinge, die gibt, da gibt es ja auch tolle Ideen, die sind noch nie in die Breite geflogen, weil eben diese Identitätsgeschichten letztlich nicht flächendeckend funktioniert haben. Das Problem haben wir in diesem Land in Zukunft nicht mehr. Eigentlich ab jetzt nicht mehr. Weil der zentrale Patientenindex und der Gesundheitsdienstleistungsindex stehen zur Verfügung und können sofort verwendet werden. Für jedes und alles, was im Monitoringsbereich zum Beispiel, wo es eben darum geht, Patienten zu identifizieren, Dienstleister zu identifizieren, eben notwendig ist. Wenn man Europa heute in zwei Teile zerfallen sieht zwischen einem starken und einem wirtschaftlich starken und einem wirtschaftlich schwächeren, dann macht starke Staaten aus, nämlich starke Wirtschaften aus, dass sie ein entsprechendes, auch gut funktionierenden öffentlichen Sektor haben. Und wenn man sich nur anschaut, selbst unser südlicher Nachbar Italien, da gibt es in Gegenden im Norden sehr wohl sowas wie ein Grundbuch und wenn man weiter südlich kommt, nicht mehr. Und jeder, der in Griechenland den Versuch unternommen hat, um ein Haus zu kaufen oder vielleicht ein Unternehmen anzumelden, weiß, oder ja, sieht man, welchen Stellenwert es letztlich auch gerade für eine funktionierende Wirtschaft hat, dass es hier über alle Gebiete eine funktionierende Infrastruktur gibt. Und ich sehe das E-Government-Moment als ein ganz wesentliches für die erfolgreichen Wirtschaften in Zukunft in Europa. Und das schauen sich ja die anderen auch an in anderen Weltgegenden. Die kopieren das ja von uns. Diesen Weg müssen wir auf jeden Fall weitergehen. Vielen Dank. Wir sehen also anhand dieser Diskussion, die sicherlich sehr spannend jetzt gerade ist, dass gerade Zusammenspiel zwischen Wirtschaft und Staat eigentlich eine sehr immanente Komponente in beiden Richtungen eigentlich ist und das E-Government oder modernes E-Government hauptsächlich dadurch getragen wird, dass eben Wirtschaft und Staat in all ihren Parametern und Notwendigkeiten eben hier vernünftig zusammenspielen. Uns läuft schon ein bisschen die Zeit davon, bei aller spannenden Aktivitäten und Diskussionen. Deswegen möchte ich jetzt trotzdem aber noch in eine finale Schlussrunde gehen und würde gerne jeden der Teilnehmer einfach fragen, was sozusagen zukünftig die ein, zwei wichtigsten Punkte in dem Bereich, was sozusagen Wirtschaft und Staat und Technologieentwicklung anbelangt, in Ihrem Segment eben von Wichtigkeit sind und würde gerne sozusagen bei der Frau Huemer beginnen. Ich möchte auch noch trotzdem kurz auf diese Diskussion auch eingehen, weil ich bin irgendwie da die Frau, die die praktischen Anwendungsbeispiele dann bringt, konkret. Und da ist es mir zum Beispiel auch ganz wichtig, aufgrund dieser gesammelten Daten und diesen Abgleich mit den öffentlichen Registern, die einfach ganz, ganz wichtig sind, weil wir haben im Rechnungswesen einfach Stammdaten drinnen, die sind mit den öffentlichen Registern abgeglichen, ist es zum Beispiel eines unserer wesentlichen Ziele, dass es in den nächsten ein, zwei Jahren, wenn dann wir auch sämtliche Abgaben der Stadt Wien auch noch in unserem System drinnen haben, es einfach möglich ist, dass der Herr XY, die Frau XY einfach schauen kann, eingibt Huema und ich weiß sofort, ich habe diese Leistungen zu bezahlen an die Stadt Wien. Ich habe, keine Ahnung, einen Kindergartenbeitrag beziehungsweise ein Kindergartenmittagessen, weil wir haben ja keinen Kindergartenbeitrag mehr. Ich habe die und die Steuern zu bezahlen, ich habe die Müllabgabe zu bezahlen und ich kann auf Knopfdruck auch gleich auf eine Applikation drücken und das auch sofort überweisen. Also ich glaube, das ist einfach so wichtig, dass einfach diese Prozesse durchgängig sind, dass die Prozesse optimiert sind und dass der Bürger einfach nicht mehr komplizierte Wege einschlagen muss. Und ich glaube, das ist der Fokus, auf den wir legen müssen im E-Government-Bereich. Also ich glaube, das ist das Kernthema. Und dazu kommt dann einfach auch noch solche Themen, dass wir wirklich dem Bürger gewisse Dinge nicht mehr fragen dürfen, die wir wissen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Gebrauchsabgabe in Wien reformiert und da war noch eine Bestimmung drinnen im Gesetz, wo wir den Unternehmer gebeten haben, er möge uns den Grundbuchsauszug beilegen zum Antrag. Das ist einfach skurril, das kann einfach nicht sein. Und man muss auch Gesetze in diese Richtung, also vor allem Verfahrensgesetze in diese Richtung auch analysieren und einfach sagen, das hat sich überholt, weil wir haben natürlich einen Zugang zum Grundbuch und natürlich ist es unsere Aufgabe, derartige Abfragen zu machen und nicht den Bürger irgendwo hinzuschicken, dass er einen Grundbuchsauszug oder einen Staatsbürgerschaftsnachweis oder was auch immer erbringen muss. Und derartige Maßnahmen muss man einfach ergreifen und somit sind wir, glaube ich, können wir einfach modern werden. Vielen Dank. Frau Dr. Kaluza. Ja,
Ihre Schlussmeldung. Was wir uns wünschen, ist wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit mit den öffentlichen und staatlichen Einrichtungen. Ob es jetzt der Amtskalender werden wird, vielleicht, aber auch in den anderen Gebieten, weil ich denke, in der Privatwirtschaft, da gibt es Ressourcen, sehr, sehr viel Know-how, bei den staatlichen Einrichtungen natürlich Möglichkeiten, Daten anders zu erfassen, als das uns möglich ist. Und ich glaube, in dieser Kombination kann ein Ergebnis entstehen, das für den Wirtschaftsstandort Österreich sehr gewinnbringend sein wird. Magister Simonitsch, Ihre Schlussmeldung, bitte schön. Ja, schwierig. Also in der ganzen Breite will ich es jetzt nicht noch einmal ausrollen, aber wenn man, und ich bleibe beim Government 2.0-Thema, weil ich glaube, das haben wir heute schon einmal angerissen, jetzt noch einmal aufgrund der Datenqualitätsdiskussion. Wenn man das zerlegt in diese drei Bereiche, Transparenz, Partizipation und Kollaboration, dass wir uns dazu bekennen, dass wir das auch ernst meinen, und zwar auch zwischen, mach's einmal bildlich, beiden Seiten, da ist genug Business drinnen, das ist nicht gratis oder unentgeltlich, dass wir diese Öffnung, diese Ansätze, die es da gibt, weil die sind in der Regel IKT unterstützt, in Teilbereichen gibt es, also auf Kommunenebene, zum Wahlen etc., dass wir das verfolgen und uns auch wirklich offen anschauen bei allen schutzwürdigen Thematiken, die es da gibt, also nicht nur Datenschutz, sondern auch Betriebsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse, auch in meinem ursächlichen Ressort gibt es natürlich Schutzinteressen. Wo können wir hier sinnvoll strukturierte auch Transparenz bieten? Weil, und ich glaube, das ist auch der Zug der Zeit, die Prozesse so aufzubrechen, Sie haben es einmal genannt, No-Stop-Shop-Prinzip, dass wir hier auch so das E-Government weiterentwickeln, um den Anschluss nicht zu verpassen. Herr Schiff. Der Weg, dass das prinzipiell richtig ist, dass es aber nicht gratis sein kann, weil es auch Kosten gibt für die Weiterentwicklung, weil auch die technische Weiterentwicklung ist hier ganz wesentlich, und dass es auch nicht so ist, dass vielleicht andere, die wir jetzt gar nicht haben wollen, irgendwelche internationalen Konzerne was absaugen an Informationen und dann sogar unter Umständen eine falsche Konkurrenz machen. Das ist auch nicht der richtige Weg. Ich glaube, wir sind da in Österreich eher auf einer sehr guten Gesprächsebene miteinander, um das hier weiterzuführen. Das Wesentliche fürs Gewerberegister, und das sehe ich als die Aufgabe, ist einerseits einen möglichst leichten Zugang für jeden Gewerbetreibenden, ob das einer ist, der 3 Stunden in der Woche irgendwo an einen Standl was verkauft, oder das große Unternehmen, und gleichzeitig das Heranführen dieser an die Möglichkeiten des E-Governments und die Vorteile dabei auch herbeizuführen. Also ich glaube, diese beiden Prozesse zusammenzubringen, und da sind wir auf einem guten Weg, in der Kooperation mit sowohl den Unternehmen als auch zwischen den Gebietskörperschaften, ich glaube, da können wir einiges weiterbringen zum Wohl des Wirtschaftsstandards. Vielen Dank. Herr Dr. Matzka, abschließende Worte seitens des Bundeskanzleramts. Wenn ich es auf einen einzigen Punkt bringen darf, neben der Einladung der Open Government Weiterentwicklung und durchaus uns auf die Nerven zu gehen und zu fordern vom Staat. Wenn ich auf einen Punkt fokussieren darf, dann ist das folgender, der uns verbindet. Sie kennen alle das Beispiel davon, dass es 97 verschiedene Handys gibt, verschiedenste Generationen und Hersteller, und jedes hat ein eigenes Ladegerät. Und das Ladegerät, das eine funktioniert, das andere nicht. Und das geht uns furchtbar an den Keks. Und wir haben dieselbe Situation in allen Dimensionen in diesem Land und auch in anderen. Wir haben überall ein anderes Identitätsmanagement, einen anderen Zugang, ein anderes Ding zum Herunterladen. Also, nur sage ich die Passwort und das sind wir nicht heute Morgen oder was weiß der Teufel. Versuchen wir Wirtschaft und Staat gemeinsam auf eine und nur eine einzige Lösung bei der Herstellung von Identität im Zugang und in Nutzung von IT-Anwendungen zu kommen. Das ist vielleicht aufs Erste ein bisschen ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich Gott halten zu Gnaden mich mit meiner Karte meiner Bank zu meiner Bank kommen muss, damit sie mich kennt mit ihrer Nummer. Ja. Merken Sie von einem zum anderen Mal. Ich bin schon ein Leiter, wo ich zum Bankomaten hingehe, und der Bankomat 4-Stelle Code, immer mehr war das. Wirklich? Das ist vielleicht ein Nachteil für meine Bank, weil ich ihr Karte mit ihrem Logo da habe. Aber insgesamt ist das der große Fortschritt. Das Land, das es schafft, ein einziges Identitätsmanagementsystem
und nur ein einziges zu haben, hat wahrscheinlich gegenüber allen anderen Mitbewerberstaaten in der Wirtschaft und in der staatlichen Verwaltung die Nase voran. Dazu lade ich ein, das ist ein Staat. Herr Dr. Bock, ein Statement, das Sie auch seitens des des Finanzministeriums unterschreiben, beziehungsweise Ihre Schlussworte? Das wäre mein dritter Punkt. Ich glaube, man muss zunächst einmal schauen, dass wir hier nicht Welten bauen im Bereich E-Government, die von vielen Usern so gar nicht mehr angenommen werden, weil sie schon sehr mobil arbeiten, weil sie völlig neue Geräte einsetzen, die der Staat noch nicht entsprechend integriert hat und die Arbeitswelt in der Wirtschaft mit der Arbeitswelt, wie sie sich die Verwaltung vorstellt, zu sehr auseinanderklafft. Also das wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte. Das Zweite, ich verkürze es auf drei Punkte. Das Zweite heißt Zusammenarbeit. Wir sitzen hier jetzt schon das zweite oder dritte Mal so am Podium. Wir kochen aber immer im Saft des Bundes und versuchen im Bund E-Government einheitlicher zu machen. Und da ist auch der Appell ganz einfach eine Identität, eine elektronische Identität. Ich sage dazu, auf absehbare Zeit sollten es zwei sein, weil die eine, die die Zukunft ist, mit 300.000 Nutzern noch ein bisschen schwach sind, um E-Government tragen zu können. Wir bieten derzeit die Finanz-Online-Kennung überall an und seit dieser Woche hat sie auch der Hauptverband im Einsatz, was natürlich für deren Verfahren eine Multiplikation ist, weil der Unterschied, 300.000 Benutzer haben zu können oder 3,5 Millionen potenzielle User zu haben, das macht für E-Government schon einen Unterschied. Also Zusammenarbeit heißt auch Übergangslösungen ganz einfach zu akzeptieren, wenn sie zielorientiert sind. Aber ich rede bei der Zusammenarbeit immer auch davon, dass wir über die Gebietskörperschaften hinweg zusammenarbeiten müssen. Ich glaube, da geraten wir gegenüber anderen Ländern auch ins Hintertreffen, wenn wir dieses Thema nicht ernster nehmen. Und ich möchte es ernst nehmen, sage daher, die Gemeinde Wien hat in der letzten Zeit wirklich gute Sachen geschaffen. SAP ist das eine, alles eins kennen. Da sind schon richtungsweisende Dinge darin für E-Government. Nur sage ich dann immer, bitte rät es mit den anderen Ländern auch ab, weil sonst ist es wieder eine Wiener Lösung und kein Beitrag zu einer österreichischen Lösung. Ich weiß schon, wie schwierig das ist, aber für den Bund ist es noch schwieriger, mit Ländern zu reden mitunter. Aber ich sage nur, da müssen wir ganz einfach durch und besser werden, weil sonst da haben wir auf Bundesebene etwas und wo sind die neuen Bundesländer, nicht? Und ich sage wieder das Beispiel Hessen, halb so groß wie Österreich, genauso viele Einwohner wie Österreich, aber die bewältigen das auf einer Verwaltungsebene, was wir auf 2 bis 3 Verwaltungsebenen lösen müssen. Und das Dritte ist, wundert mich, dass der Herr Matzka das nicht gesagt hat, wenn wir Wirtschaft und Staat als Thema haben, dann müssen wir überhaupt schauen, wo sind die Innovationspotenziale von IT, von IKT-Lösungen. Also ich glaube, dass auch die Wirtschaft ihre Beiträge leisten muss, damit Österreich ein moderner, innovativer Staat ist. Wenn wir in E-Government Nummer 1 sind, ist das schön. Aber wenn wir uns den Index der IKT-Wirtschaft oder den IKT-Index anschauen, dann liegen wir international auf Platz 19. Und wenn wir da schrittweise weiter nach vorne kommen, heißt, dass wir ganz einfach auch an Wettbewerbsfähigkeit zulegen, heißt, dass wir Arbeitsplätze schaffen, heißt, dass wir ganz einfach Innovationen in die Welt setzen und in den Bereichen, wo wir wirklich Weltspitze sein könnten, da es dann auch wären. Und identifiziert als zum Beispiel einer dieser Bereiche ist der Gesundheitsbereich. Da sind wir sehr innovativ, nicht im Bereich E-Government nur, sondern auch in der Wirtschaft, was so alles die Patienten an Unterstützung bekommen durch Technik, die ja alle IKT gesteuert ist. Und wenn wir da Schwerpunkte setzen,
dann leisten wir auch etwas, dass der Standort Österreich insgesamt moderner und innovativer wird. Und wenn man über E-Government redet, sollte man über diese andere Seite auch reden. Vielen Dank. Last but not least, Herr Dr. Auer, bitte. Für mich ist das Zusammenspiel zwischen der Verwaltung und öffentlicher Gesundheitsverwaltung und insbesondere Wirtschaft im Bereich der IKT ein das ständige Bemühen, Prozesse und Ergebnisse zu optimieren, weil hier kann die IKT wirklich einen unendlichen Nutzen stiften, einen subsidiären, aber wesentlichen Nutzen stiften. Das ist ganz was Wesentliches, Wichtiges. Und das schützt dann sozusagen den wirklich dann alt gewordenen Egon Matzker in seiner Rolle am Markt, am Gesundheitsmarkt, weil er sozusagen auch die Verlässlichkeit hat, dass sozusagen hier gute Prozesse und letztlich erstklassige Ergebnisse erzeugt werden. Eine Geschichte. Und die zweite Geschichte ist, ich fühle mich auch zuständig, und da hilft subsidiär die IKT auch was Wesentliches, für Effizienz und Effektivität. Und das aber bei den Kosten. Und das Wegschieben des Paravents der Intransparenz im Gesundheitssektor, das Wegschieben des Paravents der Intransparenz, was da dahinter sozusagen alles an Ineffizienz manchmal geschieht, ist ganz wichtig und wesentlich, und da hilft uns die IKT auch wiederum, weil wir beginnen gerade wirklich eine kleine Revolution, dass wir einfach mit den elektronischen Daten, die wir heute schon zur Verfügung haben, nämlich Prozess- und Ergebnisqualitätsauswertungen machen, und das ist spannend und gut, und das kann sozusagen uns alle nach vorne bringen, und insofern ist sozusagen das Zusammenwirken von uns, Gesundheitsverwaltung, mit IKT-Wirtschaft andererseits, aber auch mit der Gesundheitswirtschaft auf der anderen Seite, ganz was Wesentliches, Wichtiges und Spannendes und geht weit, weit, weit über mein Leit- und Magenthema ELGA hinaus. Vielen herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wir sind am Ende unserer Zeit für die Podiumsdiskussionsrunde bereits angelangt. Bevor ich dann natürlich noch sozusagen ins Publikum weitergebe für etwaige Fragen, möchte ich mich vorab gleich einmal ganz herzlich bei den Damen und Herren bedanken für die rege und interessante Diskussion. Vielen herzlichen Dank dafür.